Yo, was geht, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hier mit meinen zwei Bros bin ich in meinem Garten. Einmal der. Yo, Leute, Wiskabas ist auch am Start. Und? Was fällt für den Skorpion? Ja, Digga. Und zwar heute, wir machen so eine kleine Telefon-Prank-Challenge. Wir haben auch die absoluten Es macht so Spaß, Digga. Ja. Übrigens, wir haben zwei richtig coole Videos auch für deren Kanäle aufgenommen. Kennt bei denen ein paar Subs da lassen von mir. Und, was haben wir für dich aufgenommen gehabt, Digga? Das war auch richtig nice. Ich hab's auch vergessen, Digga. Extrem peinliche Fragen, Leute. Also extrem, Digga. Richtig extrem. Auf jeden Fall auschecken. Und für mich haben wir noch eine 100er Brezel-Challenge aufgenommen. Das war auch so intens. Ist auf jeden Fall beides in der Beschreibung, Leute. Schaut dort vorbei. Und ich würde sagen, wir fackeln nicht lange rum und fangen direkt an. Wir versuchen natürlich auch COD-Wörter in die Telefonverarschen zu integrieren. Alter. Also zum Beispiel so Specialist. Wunderschönen guten Abend, Private House. Ja, hallo, Monte hier. Und zwar, ich wollte erstmal fragen, ist bei Ihnen sehr viel los? Also könnte ich nachher vorbeikommen oder muss man bei Ihnen reservieren? Ich kann nachher vorbeikommen. Okay, ich habe noch ein paar Fragen. Und zwar wollte ich fragen, hätten Sie zum Beispiel eine Serif bei Ihnen? Also so ein dunkelhaariger Typ. Und die müsste halt einiges aushalten, weil ich möchte jetzt schon annihilaten. Haben Sie eine? Was möchtest du nochmal? Ich habe es akustisch nicht verstanden. Also sie muss halt einiges aushalten. Die sollte halt keinen Genetik haben, damit ich halt gut durch reingehen kann. So. Also sie muss schon richtig viel aushalten. Das hat jede Dame hier aus. Du okay. Rufst mein Bordell an. Super, 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 alles klar. Ist es bei Ihnen auch möglich, zwei Frauen zu nehmen? Ja. Okay, okay. Also wenn ich die eine Heatwave, macht die andere einfach weiter, ne? Ja, klar. Okay, perfekt, alles klar. Ja gut, dann würde ich sagen, komme ich nachher einfach vorbei. Vielleicht sehen Sie mich nicht oder vielleicht auch nicht. Mit Active Camo mal schauen. Vielleicht könnte es schon belastend für Sie werden. Okay, okay, also dann. Tschüss. Sie hat so mitgemacht bei allen. Ich so, ja, kannst du schon mal gut, ich wusste nicht wegen Active Camo, ob ich das nur einmal. Aber es war schon smooth, war schon Digga, smooth. War nice, man. Okay. Not bad, Digga. Boah, fuck, das war echt gut, Digga. Das war richtig cool. Nice. Ja, hallo? Ja, Battery meldet sich zum Dienst. Hallo. Ja? Ich habe ein paar Fragen an Sie. Und zwar, wie lange ist Ihr Haus heute noch geöffnet? Also mich kannst du bis 23 Uhr besuchen kommen. Also das heißt, wenn ich da jetzt Overdrive einpacke, dann schaffe ich das noch pünktlich, oder? Ja. Ich wollte mal fragen, was man so bei Ihnen so für Services bekommt. Also kann man sie richtig hart annihilaten oder was passiert da? Also es wäre cool, wenn du auf Deutsch mit mir sprichst, ganz normal. Das ist Deutsch. Ich weiß nicht, vielleicht ist das Signal gerade schlecht, vielleicht bist du geheatwaved oder so, aber es ist Deutsch. Wie gesagt, du kannst bis 11 gerne vorbeikommen und eine halbe Stunde gibt es über 100 Euro, ne? Und wenn ich glitsche, habe ich dann nochmal eine halbe Stunde? Du, pass auf, komm einfach vorbei, ne? Ich soll vorbeikommen. Nachher dann? Ja. Boah, sieht man so mad. Komm, auf gleich. Aber es war schon aufgeregt, Alter. Scheiß Nutten. Ja, hallo, Nomad ist mein Name. Und zwar, ich wollte bei Ihnen ein Zimmer buchen. Für welchen Termin denn bitte? Ja, wenn es geht, so schon, also übermorgen würde ich fast sagen. Übermorgen, ja. Übermorgen. Also ich komme halt mit meiner Serif, also mit meiner Frau, die Serif. Zu zweit sind wir also. Sie bräuchten, hätten gerne ein Doppelzimmer da. Ja, ein Doppelzimmer wäre gut. Und wie lange möchten Sie bleiben? Ich schätze so vier Tage werden, vier Nächte also. Und ich möchte aber erstmal so generell erkunden, was haben Sie so für Specialists anzubieten? Was meinen Sie denn da genau? Specialists halt, so Heatwave, so. Haben Sie irgendwelche speziellen Zimmer so, die vielleicht nicht so, ja, ich sag mal, gut klimatisiert sind, wo es nicht so heiß ist und die nicht unbedingt geheatwaved werden, nicht um meine Frau? Also, weil jetzt habe ich öfter gehabt, dass es so sehr heiß im Zimmer und so. Okay. Also, wir haben auch klimatisierte Zimmer, allerdings ist ja diese Woche da nicht groß mit Hitze zu erwarten. Also, Sie haben auch klimatisierte Zimmer? Wir haben auch klimatisierte Zimmer, ja. Ja, aber ich werde immer geheatwaved in jedem Hotel irgendwie, ich weiß nicht. Das belastet mich schon immer so. Reiniger. Ich sag, reinigt ihr die Zimmer auch? Mit Outbreak? Oder wie heißt der? Firebreak. Purifier kannst du auch direkt sagen. Gibt's eine Putzfrau, die Purifier, die das Zimmer reinigt? So. Genau so, die putzt das einfach. Ich sag, ich hab eine Allergie. Reinigt ihr die Zimmer auch mit Purifiern, weil ich eine Allergie habe? Ja, genau. Hör ich so raus. Hallo, schauen Sie? Ja, hallo? Ja. Ich hätte leider ab Donnerstag wieder, am Mittwoch habe ich leider nur noch Einzelzimmer frei. Einzelzimmer? Ja, das ist nicht so schlimm. Die Serif ist eh ein bisschen dünn, also wir können uns da schon ein bisschen reinquetschen. Das geht leider nicht, also. Das geht nicht? Ich kann in dem Einzelzimmer leider nur eine Person unterbringen. Okay, können wir auch zwei Einzelzimmer nehmen? Ja, das geht auch. Ich habe halt noch ein Kind, Outrider, und Outrider ist halt noch dabei, mein Sohn, und ich könnte halt mitnehmen.
Also drei, insgesamt drei Einzelzimmer. Ich würde das schon machen, weil die Lage so von wo, also bei, in der Map, da wo sie sind, das ist für mich sehr passend einfach, wo halt, ich muss da zu so einem Event, auf so eine LAN muss ich da. Okay, eine letzte Frage. Ich würde mich dann wieder am Donnerstag melden. Und zwar, weil ich habe eine Allergie. Reinigen Sie die Zimmer mit Purifiern? Also es ist so eine, also ich habe so eine Allergie, so eine ganz besondere. Das machen Sie oft in den Hotels mit so einem Mittel, das nennt sich Purifier. Nein, das nehmen wir nicht her. Sind Sie sich sicher? Ja, bin ich. Okay, gut, danke. Na gut, ich würde sagen, ich melde mich dann am Donnerstag. Danke für Ihre Auskunft von den ganzen Specialists. War echt sehr nett von Ihnen. Okay, danke. Auf Wiederhören. Das war so nett und korrekt, das Gespräch. Dann wird mein Vater immer sehr, sehr komisch zu mir. Ich weiß nicht, das kommt immer Anfang des Sommers. Und er fängt mich halt an zu heatwaven, annihilaten. Und ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe das jetzt nicht verstanden. Können Sie das nochmal sagen, das Englische? Das war nicht Englisch. Was fängt er denn an? Ich habe das akustisch nicht verstanden. Ja, er setzt mich uns extrem unter Druck. Er zwingt mich dann draußen zu sein. Mir ist extrem heiß. Ich werde schon gepurified und... Warum macht er das? Ich schaff's nicht. Ich wollte sagen. Oh Mann. Ich wollte sagen, Digga. Hey, Digga. Ich komm so auf sowas. Du kannst doch tausend Sachen erfinden. Du sagst, sein Vater. Wenn's warm ist, haut er raus. Okay, Leute, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem kurzen Video. Einfach ein bisschen Fun gehabt am Telefon, war richtig lustig. Ich will beim nächsten Video ein FAQ machen. Also, wenn ihr Fragen habt bezüglich, keine Ahnung, dem Elgato-Haus, was jetzt zum Beispiel so richtig die News sind, sag ich mal. Nächste oder Woche geht's los, Leute. Da werden wir auch richtig wieder sweaten, halt, mit den ganzen Impact zusammenspielen. Es wird auch richtig schön gestreamt und so aus dem Haus. Also, jetzt geht's endlich los. War so eine kleine Übergangsphase. Also, wenn ihr Fragen habt an uns so, die auch uns drei vielleicht so zusammen betreffen, als Gang, sag ich mal, oder wie auch immer, haut sie einfach unten in die Kommentare rein und nächstes Mal gibt's ein FAQ, Leute. Und lasst gerne Bewertung da und schaut bei Marcel und mir vorbei. Ja, genau. Ja, 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 ja.